Pokémon-Legenden Arceus wird nicht das schönste Spiel 2022. Das eher schäbige Äußere versteckt aber eine echte Wundertüte. Arceus liefert nämlich, was die Reihe schon seit vielen Jahren braucht: eine kleine Revolution. Wenn wir durch die semi-offene Spielwelt reiten oder fliegen, erwischen wir uns immer wieder beim selben Gedanken. Ja, so sollte Pokémon sich anfühlen. In Pokémon-Legenden Arceus ist vieles neu, aber auch vieles vertraut. Wie schon in Diamant und Perl sind wir auch diesmal wieder in der Sinnoh-Region unterwegs, allerdings in der Vergangenheit. Genauer gesagt, einer an das feudale Japan angelegten Epoche. Hier leben viele Menschen noch in Angst vor wilden Pokémon und nur die mutigsten wagen es, sich den Bestien zu nähern. Dazu gehören natürlich auch wir. Als Mitglied der Galaktik-Expedition wollen wir die Pokémon erforschen und den ersten Pokédex der Sinnoh-Region erstellen. Dazu ziehen wir von unserer Basis Jubeldorf in verschiedene weitläufige Gebiete aus, um dort Pokémon zu suchen und mit dieser neuartigen Erfindung Pokébälle zu fangen. Damit wir nicht allein sind, bekommen wir natürlich auch wieder ein Starter-Pokémon an die Hand. Diesmal sind das aber keine neuen Pokémon, sondern quasi alte Bekannte. Neben Bautz aus der 7. Generation können wir auch Feurigel aus Generation 2 oder Otaro aus Generation 5 wählen. Als wären wir mit dem Pokédex noch nicht beschäftigt genug, taucht auch noch ein mysteriöser Riss in Raum und Zeit auf, der starke Pokémon in Rage versetzt. Und natürlich, wie könnte es anders sein, müssen wir uns darum kümmern. Dafür müssen wir in jedem Gebiet eines dieser Pokémon aufsuchen und besänftigen. Sprechen wir aber erstmal den Elefanten im Raum an. Ja, die frei begehbaren Gebiete sind nicht unbedingt schön. Bereits im Vorfeld machten erste Trailer mit ihrer leeren Spielwelt vielen Fans Sorgen. Und die haben sich bewahrheitet. Karge Vegetation und matschige Texturen prägen das Bild. So sollte Gras eher nicht aussehen. Immerhin läuft das Spiel aber flüssig und die verschiedenen Gebiete bieten uns ordentlich Abwechslung. Egal ob wir über Wiesen reiten, Vulkane erklimmen oder über das Meer schippern. Die neuen Reit-Pokémon tragen ihren Teil dazu bei. Mit einer speziellen Flöte können wir sie jederzeit zu uns rufen und dann über das Grasland galoppieren, in den nächsten Fluss springen oder hoch über den Bergen fliegen. Das Ganze steuert sich äußerst intuitiv und macht dazu auch noch verdammt viel Spaß. Da wollen wir die ollen Fahrräder aus älteren Teilen eigentlich gar nicht mehr zurück. So viel Freiheit hat uns nämlich noch kein Pokémon-Titel geboten. Trotz mittelmäßiger Grafik wirken die Areale übrigens dennoch lebendig. Und das ist den Pokémon zu verdanken, die sich dort tummeln. Zwar sind, wie schon in Schwert und Schild, nicht alle Pokémon im Spiel enthalten, aber die Welt ist dennoch bunt bevölkert. Und wollen wir unseren Pokédex vervollständigen, müssen wir schon mal auf die Suche gehen. Manche Pokémon finden wir nämlich nur an einer ganz bestimmten Stelle oder nur zu einer Tageszeit. Das sorgt auch innerhalb der Areale nochmal für Abwechslung. Haben wir aber keine Lust, uns beim Warten auf ein Pokémon die Beine in den Bauch zu stehen, können wir uns im Basislager auch bis zu einer bestimmten Zeit ausruhen. Ebenfalls für Abwechslung sorgen die neuen Raumzeitverzerrungen. Diese Areale können für kurze Zeit in der Wildnis auftauchen und sind mit extra starken und seltenen Pokémon bevölkert. Es kann sich also durchaus für uns lohnen, uns hineinzuwagen, wir sollten aber gut ausgerüstet sein. Zum Glück können wir unterwegs noch reichlich Materialien wie Kristalle, Beeren oder auch Honig sammeln und damit unterwegs Gegenstände herstellen, sogar Pokébälle. Und von denen brauchen wir einige, wenn wir unseren Pokédex vervollständigen wollen. Anders als in älteren Pokémon-Teilen machen wir das nämlich nicht nebenbei, während wir versuchen, der Allerbeste zu werden, sondern es ist ein zentrales Element des Spiels. Um den Pokédex zu vervollständigen, reicht das Pokémon-Fangen allein nämlich nicht aus. Wir müssen die Pokémon auch studieren. Je nach Art sehen diese Aufgaben anders aus, so müssen wir etwa schlafende Exemplare fangen oder Pokémon mit Beeren füttern. Das sieht dann auch noch herrlich putzig aus. Ganz ohne Wiederholungen kommen wir dabei aber nicht aus, denn um einen Eintrag zu vervollständigen, müssen wir mehrere Aufgaben erfüllen. Das heißt, die gleichen Pokémon mehrmals fangen, besiegen, mit Beeren bewerfen und so weiter. Noch dazu sind die Aufgaben nicht optional, denn nur mit Auffüllen des Pokédex steigt unser Forscherrang. Und der muss hoch genug sein, damit wir neue Gebiete betreten können. Für uns war das aber nie ein Problem, denn wir hatten einfach zu viel Spaß dabei, die Gebiete nach neuen Pokémon zu durchstreifen und alles zu fangen, was nicht bei 3 auf dem metaphorischen Baum war.
Auch das Fangen selbst ist jetzt komplexer, denn wir bekommen mehr Optionen. Finden wir ein wildes Pokémon, das wir fangen wollen, können wir auf zwei Arten vorgehen. Einerseits können wir klassisch in den Kampf gehen, indem wir einen Pokéball mit einem unserer Partner-Pokémon werfen und so direkt in den Kampfbildschirm wechseln. Pokémon-Fans dürften bereits wissen, was sie erwartet. Nach dem altbekannten Schere-Stein-Papier-Prinzip wählen wir die Attacke, die gegen den anderen Pokémon-Typ effektiv ist. Eine kleinere Neuerung sind dabei die Tempo- und Krafttechniken. Mit denen können wir wahlweise besonders schnelle oder starke Angriffe ausführen. Und auch die Animationen der Attacken wurden überarbeitet und sind jetzt um einiges dynamischer. Fort ist der lustlose Hüpfer aus Schwert und Schild. Stattdessen hauen die Angriffe jetzt wieder ordentlich rein. Wollen wir einem Pokémon eine neue Attacke beibringen, können wir das übrigens ganz bequem aus dem Menü machen und jederzeit aus allen erlernten Angriffen unsere vier Favoriten zusammenstellen. Falls wir aber doch keine Lust auf den Kampf haben oder unser Team zu schwach ist, können wir Pokémon auch einfach unbemerkt fangen. Ähnlich wie in den Let's Go-Spielen werfen wir dazu einfach einen leeren Pokéball auf das wilde Pokémon und drücken die Daumen. Um unsere Chancen zu verbessern, lohnt es sich, Pokémon vorab zu beobachten. Bei scheuen Arten sollten wir uns lieber unbemerkt im Gras anschleichen oder sie mit Bären ablenken, damit sie nicht weglaufen. Aggressive Exemplare dagegen attackieren uns sogar, wenn sie uns entdecken. Im schlimmsten Fall müssen wir es dann mit mehreren Pokémon gleichzeitig aufnehmen. Und das ist nicht ganz ungefährlich für uns. Haben wir nämlich noch kein eigenes Pokémon in den Kampf geschickt, können wir sogar selbst verletzt oder mit Effekten wie Gift oder Schlaf belegt werden. Wenn es brenzlig wurde, konnten wir uns aber fast immer rechtzeitig auf unser Reit-Pokémon schwingen und vom Acker machen. Sollten wir aber doch mal zu viel Schaden nehmen, werden wir ohnmächtig und verlieren sogar einige unserer Items. Zumindest können die aber von anderen Spielenden in ihrer Welt gefunden und an uns zurückgeschickt werden. Obwohl wir solo unterwegs sind, können wir so von anderen unterstützt werden. Und andersrum. Wenn wir selbst verlorene Gegenstände einsammeln, bekommen wir dafür spezielle Dankbarkeitspunkte, mit denen wir etwa seltene Entwicklungssteine kaufen können. Auch die Bosskämpfe innerhalb der Story müssen wir übrigens größtenteils ohne unsere Pokémon bestreiten. Hier gilt es, die bereits erwähnten in Rage geratenen Pokémon zu besänftigen. Und wie mit einem Riegel Snickers machen wir das, indem wir ihr Lieblingsessen auf sie werfen. Dabei fordern uns die Kämpfe erstaunlich viel Geschick ab. Das haben wir so noch in keinem Pokémon-Spiel gesehen. Angriffen ausweichen, schnell ein paar Säckchen Essen werfen, wieder ausweichen. Das erinnert eher an Action-RPGs à la Monster Hunter als an klassische Pokémon-Kämpfe. Die Tüte Chips nebenbei zu essen, können wir uns hier wohl nicht leisten. Zwar können wir den Schwierigkeitsgrad auch in diesem Teil nicht ändern, sollten wir aber mit einem der Bosskämpfe Probleme haben, dürfen wir zumindest unseren Fortschritt in den nächsten Versuch mitnehmen. Abseits von Pokémon-Fangen und der Story gibt es auch noch jede Menge optionaler Aufgaben. Hier sollen wir für die Leute aus Jubeldorf bestimmte Pokémon finden, Pokédex-Einträge vorzeigen oder Gerichte herstellen. Als Belohnung winken uns nicht nur Items, wir können auch zusehen, wie Jubeldorf sich nach und nach mit Pokémon füllt, während die Menschen lernen, mit ihnen zusammenzuleben. Da haben wir auch gleich das Gefühl, etwas Gutes getan zu haben. Insgesamt wagt Pokémon-Legenden Arceus einen riesigen Schritt nach vorne. Und der war auch mehr als überfällig für die Reihe. Die offenen Areale erkunden, Pokémon studieren und fangen, all das fügt sich nicht nur nahtlos in die Spielwelt ein, sondern macht auch riesen Spaß. Und auch Veteranen dürften sich hier gut aufgehoben fühlen, denn die Pokémon-Kämpfe sind quasi genauso wie früher. Mit kleinen Verbesserungen. Wer sich nicht an der Grafik oder den wiederholenden Aufgaben stört, bekommt hier ein Pokémon serviert, das zu den besten der Reihe gehört. Wie findet ihr die neue Richtung von Pokémon-Legenden Arceus? Schreibt es uns gern, wir freuen uns!